Servus nach Hause oder wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist, was haben wir denn heute? Haben wir den 29. Oktober und es ist 15:12 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip hier anfange. In diesem Clip geht es um das Gold. Das hat eine ganz heiße Bewegung hinter sich und ich habe das Gefühl, da passiert ein bisschen was. Erstmal ein bisschen die längere Sicht, dass Sie sehen, von wo bis wo ich die Fibos angezogen habe. Das sind also hier vom 21.05.19 bis zum Hoch am 4.9. bei 1557. Jetzt gehe ich ein bisschen näher ran. Also, erstmal hier sind die Fibos. Aber was mir auf den ersten Blick bei diesem Chart auffällt, sind die extrem engen Bänder. Die waren das letzte Mal so eng hier unten. Das war im Mai diesen Jahres. Die Bänder sind nicht dafür da, Ihnen zu sagen, gehen wir jetzt, also jetzt in diesem Moment, sind sie nicht in der Lage, Ihnen zu sagen, gehen wir hoch, gehen wir runter. Das können sie nicht. Das ist nicht die Aufgabe. Ja. Sie stellen einfach nur diese Seitwärtsbewegung hier dar. Und die fing ein bisschen stärker an, wird immer kleiner. Und dann kam dieser echt fiese False Breakout. Das war am, wann war das? Am Freitag war das, ne? Ja, genau, am Freitag war das. Also das war böse. Wir sind durch diesen Downtrend durch, knallen dann nach oben, ich glaube 15, 18 war das hoch und schließen in der Nähe des Tagestiefs, um dann am nächsten Tag wieder in diesen Trendkanal hier reinzukommen. Also das war schon, das war bitterböse. Das muss ich schon sagen. Da habe ich auch gesagt, so, jetzt ist er durch, jetzt hat er den Weg hier nach oben. Aber ich habe glücklicherweise da nichts gemacht. Aber das war wirklich ein gutes Signal. Stopp war sofort dann wieder hier unterhalb dieser Kerze in diesem Trendkanal. Das ist ganz wichtig beim Gold. So, von den Fibos her ist das hier das 38er. Ja, von dieser ganzen Bewegung hier, also von unten 1269 bis hoch 1566, ist das die Unterstützung bei 1447. Die korrespondiert hervorragend mit den Zwischenhochs, die wir hatten im Juli und hier nochmal im August. Das ist ein sehr schöner Chartpunkt. Dieser Trendkanal liegt jetzt sogar schon ein bisschen drunter. Aber das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Unterstützung hier. Aber die erste, die auch sehr wichtig ist, ist dieser Bereich hier. Das war das letzte Low, was wir hatten, hier bei 1459. Also das ist das erste. Das zweite ist das 38er in Verbindung mit diesen Chartpunkten. Und dann kommt der Trendkanal. Und den darf er, also das Gold tunlichst nicht unterbieten. Das ist im Moment bei 1434. Von der Technik her muss ich sagen, hier ist gar nichts über den Trendfolger, kann auch nicht, es ist ja kein Trend vorhanden, es ist eine Seitwärtsbewegung hier seit 9.9. Und die Stochastik liegt im neutralen Bereich leicht negativ. Wenn ich das hier so sehe, würde ich es mir wünschen, ich weiß, die Börse ist kein Wunschkonzert, dass wir nochmal hier, also zumindest in den Trendkanal reingehen, wenigstens die 1447 sehen und somit nochmal diesen Ausbruch hier bestätigen. Das wäre perfekt. Hätte ich mir hier schon gewünscht, aber er ist dann gleich weggezogen. Er darf meines Erachtens nach nicht unter 1420. Sagen wir mal 1425, das sollte er nicht machen mit Schlusskurs. Ja, während des Tagesverlaufs darf er dann mal drunter, aber während des Schlusskurses nicht. So habe ich jetzt auch die Scheine ausgesucht. Im Moment ist es für mich kein Kauf. Das möchte ich gerne abwarten, ob der eher den Weg kurzfristig noch mehr runtersucht, was ich präferiere, oder ob er diesen Trend hier nochmal rausnimmt. Aber der gilt mir dann erst als sicher, wenn wir die 1518 überbieten. Ich habe diesen Call hier gefunden, das sind 1423er. Da liegen wir also ungefähr hier. Da. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman Sachs, 1423,92. Der hat die wirklich witzige Nummer Gustav Bertha 0099. Oh, den kann ich mir merken. Gustav Bertha 0099. Der ist nur für den Fall, dass wir hier oben drüber gehen sollten. Oder auf die Watchlist zu setzen, wenn wir den Weg hier in dem Bereich 1447 machen. Dann ist das ein ziemlich schicker Schein. Der momentan einen Hebel hat von 23,27, aber dann wird er natürlich dementsprechend höher sein. Das kann ich mir vorstellen. Sollten wir vorher rübergehen über diesen Trend, kann ich mir auch einen suchen, der unter der 1450 liegt. Da muss ich nicht so einen tiefen hier unten nehmen. Das ist möglich. Jetzt schauen wir nach dem Put. Ich persönlich möchte das Gold nicht short gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir, nee, ich mag das Gold. Ja? Und ich nenne ihn trotzdem einen Schein hier mit einer Basis von 1551. Da sind wir also hier in der Nähe des Hochs. Ja? Ist ein bisschen weit weg. Vielleicht ist er zu weit weg, aber ich werde immer mal wieder
angesprochen, ob ich nicht mal einen nehmen kann mit einem kleineren Hebel. Das ist ein 23er Hebel, Basis 1551 heute, 0,33, morgen dementsprechend weniger, auch ein Open-End-Schein. Und er hat leider nicht so eine schicke Kennnummer, GB1X9F. Das ist für die Leute, die denken, okay, er schafft es nicht und die wollen wirklich diese runter bis zu 47 spielen. Ich halte mich eher zurück und warte, bis er fällt, um dann den erstgenannten Call zu kaufen. Ich spekuliere im Gold momentan nicht short. Das mache ich nicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.